So, liebe Campingfreunde, also Holzmobil, muss ich sagen, hat mir Gänsehaut verschafft, ja, mal was anderes, aber jetzt hat noch ein bisschen Technik. Ja. Lithiumbatterien. Powerboost ist unsere Eigenmarke, die wir in den Markt bringen zurzeit. Wir haben schon mehrere Modelle am Start. Ich würde gerne mal mit der 100 Ampere-Stunden Batterie beginnen. Die befindet sich hier oben. Wir haben natürlich einen BMS eingebaut, selbstverständlich. BMS für die Zuschauer, BMS bedeutet? Ein Batteriemanagementsystem. Dieses sorgt dafür, dass die Batterie abschaltet bei Unterspannung, wenn sie voll ist, bei Überspannung also, um die Zellen zu beschützen. Passt unter den Sitz, deswegen wir haben sie in das Gehäuse einer normalen Bleibatterie gebaut, damit sie weiterhin einfach gegen eine Bleibatterie ausgetauscht werden kann. Die Batterie hat mehrere tausend Zyklen. Wenn ich die zu 100% entlade, das heißt, bis sie abschaltet, und dann wieder lade, dann schaffe ich 2000 Zyklen damit. Mhm. Nach diesen 2000 Zyklen habe ich weiterhin 80% Kapazität zur Verfügung. Mhm. Mhm. Das kann ich dann nochmal 2000 Mal machen und so weiter. Nun ist es aber so, dass der Kunde, also der Camper, die Batterie fast nie zu 100% entladen kann. Das heißt, in der Regel werde ich vielleicht 20, 50, auch mal 70 oder 80% entladen. Mhm. Dadurch hebt sich die Zyklenzahl um ein Vielfaches, sodass ich durchaus über 10.000 Zyklen erreichen kann. Wir haben eine App dabei. Diese App zählt sogar die Zyklen hoch, ja, sodass ich immer so ein bisschen einen Maßstab habe. Was ist das für ein schönes Gerät hier noch, Thorsten? Das würde ich gerne mal rausholen. Das ist unsere Powerstation, die Powerboost Powerstation mit 500 Watt zurzeit. Wir haben einen eingebauten Solarregler. Der würde hier angeschlossen werden, das Solarmodul. Wir können weiter mit Netzteil laden. Ich habe einen eingebauten Inverter, den kann man mal ausschalten. Dann schaltet sich das Gerät auch selber ab, solange nicht gearbeitet wird, einfach um Energie zu sparen. Ich kann 500 Watt entnehmen, Peak 1000 Watt. Wir haben hier einen empfohlenen Verkaufspreis von etwa 899 Euro. Okay. Messepreis zurzeit 799 Euro. Das ist ja schon mal eine klare Ansage. Viele von euch haben gesagt, hey, Lithiumbatterie 1200 Euro, 1300 Euro. Wenn die mal unter 1000 Euro sind, dann wird es interessant. Hier habt ihr was, ja, bei 700 Euro Messepreis, CMT seid ihr auch? Werden wir wahrscheinlich sein, aber okay. 799 fast. Bitte. Okay, dann würde ich sagen, weg vom Powerboost, fast, ne, fast, gehen wir jetzt mal gucken, wo die verbaut sind. Ne. Und zwar stehen hinter mir die Remor-Gruppe. Da stehen einige Wohnmobile rum und wir schnappen uns jetzt mal eins, wo so ein Powerboost integriert ist. Ne. Und zwar seht ihr schon mal, ihr seht ja schon mal ein Riesenschiff, ein Wohnmobil für 7 Personen. Wer hat denn Bock, hier mit mir eine kleine Rundtour zu machen? Wir ich was sagen darf. Servus, ich bin der Aki. Hallo, ich bin der Gregor. Gregor. Von Schwarzwaldmobil. Gregor, Schwarzwaldmobil hier in Freiburg. Also ihr seid wahrscheinlich auch nicht weit weg. Nein, ja? Sind wir nicht. Wir sitzen in Gengenbach. Okay. Schönen Örtchen. Sauber. Und seit diesem Jahr haben wir Remor im Programm. Wir haben hier ein schönes Fahrzeug stehen, ein Riesenschiff. Und ich sehe hier auch schon ein paar Doppelbetten. Das ist für wie viele Personen ist das? Für 7 Personen das Fahrzeug von Remor. Ein sogenannter Evo auf Ford-Basis, Evo Sound. Da haben wir ein Stockbett drin für 2 Kinder, die da sehr gut schlafen können. Wir können die Sitzplätze hier umbauen, da können nochmal 3 Personen schlafen. Und wir haben einen Alkoven, der auch nochmal für 2 Personen ist. Nicht lang schnackeln, reingehen und dann gucken wir uns das Ding mal an. Ich gucke immer noch hier in den Bildschirm. Leute, entschuldigt, ich muss mich erst an die neue Kamera gewöhnen. Ich versuche jetzt mir hier einen Punkt reinzumalen, damit ich auch in die Linse schaue, damit ich euch ansehe. Aber für die Roomtour nehme ich jetzt die andere Kamera. Also, kommt mal mit. Gucken wir erstmal, was wir hier haben. Ne? Wir haben hier den Remor Evo Sound. Und zwar haben wir hier ein 7-Meter-Fahrzeug. Sieht länger aus, Gregor. Ja, aber es ist ein sehr kompaktes Fahrzeug. Und trotzdem können 7 Personen mitfahren. Das ist das Klasse an dem Ganzen. Also, das ist jetzt echt der Hammer. Das sieht jetzt echt viel länger aus, aber nur 7 Meter. Wir haben hier Paket drin, Klimaanlage vorne drin, etc. etc. Und unter 50.000. Ist das Messepreis oder ist das der Serienpreis? Das ist jetzt der Messepreis. Wir haben ein bisschen was dazugepackt, dass es auch einen Anreiz gibt, eins zu kaufen. Und wir können vor allen Dingen dieses Fahrzeug noch dieses Jahr liefern. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, das ist ein Punkt. Ne? Lieferzeiten allgemein ist ein Punkt. Ne? Aber was mir hier schon mal positiv auffällt, ein Fenster in der Aufbautüre. Ne? Die Aufbautüre ist hier hinten im Alkoven. Sehen wir gleich warum. Aber ein Fenster ist hier drin. Ne? Und das ist ganz wichtig. Viele von euch sagen immer, das kann ja nicht sein, eine Aufbautüre ohne Fenster. Ne? Genau. Ich möchte sehen, wer da reinkommt. Genau. Ne? Also, dann gehen wir mal rein hier in das gute Stück. Bitte schön. Oh ja, geräumig, sehr geräumig.
Fangen wir mal mit den Highlights an. Wir haben das Bad wahrscheinlich hinten. Genau, wir haben hier hinten das Bad. Wir haben hier eine CP Plus verbaut. Gasheizung natürlich. Ja, die genau, die Truma 4 haben Truma wir hier 4. Drin serienmäßig. Und man kann auch gerne auf die Truma 6 umsteigen. Wenn man dann Wintercamping machen möchte, ist natürlich eine leistungsstarke Gasheizung ganz wichtig. Eine Frage, wo bei meinen Zuschauern immer wieder auftaucht, ist, kann man in einem Wohnmobil, in einem Alkoven eine Dieselheizung verbauen? Und warum nicht? Kann man. Ich selber bin jetzt kein so ein Freund davon. Natürlich, wir reden alle über Feinstaub. Und das wäre jetzt so ein bisschen, ja. Aber es gibt ja es gibt die Möglichkeit. Ja, ne? Es gibt die Möglichkeit, es gibt einen Aufpreis, sage ich mal, und genau. Eine Option, okay. Auch eine Dieselheizung mit zu verbauen. Bei den meisten Fahrzeugen, also Fiat-Basis geht es, bei Ford wird es dann immer ein bisschen schwieriger. Okay, also wer das Thema auch schon gegessen hat, ich weiß, ich habe ganz viele Fragen bekommen. Frag mal auf der Messe, Wohnmobil, Teilintegriert, Vollintegriert mit Dieselheizung. So, jetzt schauen wir uns mal an, was der Remo hier zu bieten hat. Da haben wir auch ein Bad und WC in einem, sodass wir platzsparend hier arbeiten können. Was mir schon mal sehr gut auffällt, ist natürlich die tiefe Duschtasse. Ja, da hat man wirklich richtig Platz drin. Und ich mache auch mal den Akkutest für euch. Ne? Gehen wir mal hier rein. Hier liegt ein Teppich, da kann ich auch jederzeit reingehen. Und ich bin ja hier ein Paket, das wisst ihr, und habe hier wirklich super Platz zum Duschen. Überhaupt kein Problem. Schaut euch die Stehhöhe an. Ne? Klar, ich bin hier im Alkoven, aber was anderes wie ein Kastenwagen. Aber trotzdem sehr komfortabel, muss ich sagen. Ein kleines Waschbecken, das langt aber absolut. Dadurch hat man natürlich viel mehr Platz hier auf dem WC. Und was mir gut gefällt, ein Riesenfenster nach außen. Also für Durchlüftung ist hier wirklich gesorgt. Ne? So, machen wir hier das Bad zu und schon haben wir hier das nächste Highlight. Ein Doppelbett für Kinder oder Erwachsene, je nachdem. Aber hier können wirklich zwei richtig komfortabel liegen und schlafen. Bettenlänge, Gregor? Wir sind bei 1,90. Okay. Wir haben hier noch was Besonderes im unteren Bereich. Ich klappe es jetzt mal so rum, aber es kann nach vorne weggeklappt werden. Und man sieht, darunter haben wir Stauraum. Mhm. Diesen Stauraum kann ich von außen begehen oder angehen, kann ich rangehen. Hinter dem Fenster ist diese Klappe, die ich von außen aufmachen kann. Und dann kann ich auch dieses Matratze nach innen hochklappen, habe viel Stauraum. Muss es natürlich dann, wenn man das Bett nutzen möchte, eben ausrollen. Sehr gut. Wo ist die Leiter für das Bett? Die Leiter haben wir hier hinten drin. Ja, wohl auf dem Bett, ne? Ja, genau. Dass wir immer alles schön zusammen haben. Ja, ja, ja. Perfekt. Auch hier die Leiter immer schön zu sichern. Sauber. Das ist ein wichtiger Faktor. Und ein Sicherungsnetz. Sicherungsnetz für Kleinkinder. Also ihr könnt hier mit 7 Personen schlafen, ist das richtig? Ja, genau. Und fahren. Nicht nur schlafen, auch fahren. Also 7 Personen fahren und schlafen. Mit Gurt und allem drum und dran. Mit allem drum und dran. Das können wir mal gespannt, weitergehen hier und uns das anschauen. Wir haben hier einen Kühlschrank. Auch das ist was Schönes. Er ist noch verpackt, weil das ganz neu ist, das Fahrzeug. Mhm. Und wir haben hier unten eine Getränkebox. Jawohl, wir haben einen Absorberkühlschrank. Schön groß, ich nehme an, so 95 Liter würde ich jetzt mal sagen. Genau. Ja? Und unten Getränkebox, toll. Absolut, mit 7 Personen braucht man das auch. Ne? Hier noch ein Kleiderschrank, nehme ich an. Jawohl. Wow, da kann man locker 2 Kinder verstecken. Spaß beiseite. Aber da bringt man doch einiges rein und mit 7 Personen muss man ja auch irgendwo die Kleider unterbringen. Ne? Dadurch, dass mir ja der hintere Bereich fehlt, wir schauen nachher mal in die Garage, falls da eine ist. Ja, das ist nur dieser kleine Unterbett. Kleine, ja? Genau. Das genau. Ist einfach das Schwierige, weil 7 Meter kriege ich halt keine. Das ist so, das ist so. Also Fahrräder hinten drauf. Jetzt gibt es noch eine Ansage von der Messe. Mundschutz tragen, jawollo. Also machen wir weiter in der Küche. Ihr seht schon, was, das ist natürlich herrlich. Ein richtig großes Spülbecken. Da kann man arbeiten. Das ist toll. Da passen auch Teller rein und was auch immer. Also das ist toll gemacht. Ne? Hier haben wir den Besteckkasten. Jawohl. Softclose sogar drin. Ne? Jawohl. Und hier haben wir so einen kleinen Abfalleimer drin. Jawohl, das ist natürlich auch clever gemacht. Passen Töpfe rein etc. Hier auch an der Seite nochmal ein Schrank. Ja, wo man einiges reinbringt. Der Herd, wir haben hier wahrscheinlich 3 Kochfelder, genau, mit Piezozündung. Gut, es ist ja natürlich, ich bin natürlich ein Fan immer von 2 Kochfeldern, weil ich 3 Töpfe, ganz ehrlich, bringt man hier nicht unter. Ne? Aber Fakt ist auf alle Fälle, hier ist ein Standard verbaut, 3 Kochfelder, ist eigentlich fast in jedem Wohnmobil, aber mit Piezozündung, top. Auch hier schaut euch die Batterie an Schränken an. Ne? Wie gesagt, 7 Leute, da muss ja irgendwo das Platz sein. Und was mir gut gefällt, es schnallt nicht an die Decke. Das heißt, die Scharniere sind wirklich so eingestellt, dass oben nichts an die Decke schnallt. Ne? Und vor allen Dingen
Soft Close. Sauber, he? Das ist doch mal was. Hier bringt man auch jede Menge rein. Auch für kleinere Personen jederzeit möglich. Von der Stehhöhe haben wir hier wie viel? Ich würde mal sagen 1,95. Ja, ja. So, und dann haben wir hier das nächste Highlight. Zwei Sitzecken. Einmal für Kinder, einmal für Erwachsene oder hier für vier Personen. Ne? Genau. Wir haben auch an jedem Sitz hier, sieht man hier die Gurte. Wir haben sie natürlich jetzt ein bisschen versteckt. Ja. Aber wenn wir die abzählen, haben wir hier fünf Personen, die hier sitzen können. Zwei hier ja. Und einer hier. Aha. Und vorne nochmal zwei. Und vorne nochmal zwei. Wow. Also sieben Personen mit Gurt. Ich glaube, so auch noch nicht abgefilmt. Wahnsinn. Cool. Wir haben ja ein Ford, ne? Jawohl. Auf Ford-Basis, aber auch auf Fiat möglich? Nein, diese Evo-Sound-Reihe nur auf Ford-Basis. Okay. Wir haben in der Rimor-Reihe einen Seal. Da können wir mit zwei Stockbetten, haben wir leider nicht da, links und rechts, jeweils zwei Stockbetten, macht vier. Plus nochmal zwei zum Alkoven, also auch für sechs Personen Fahrzeug. Das hatten wir in Düsseldorf dabei und jetzt heute halt nicht. Okay, okay. Wie gesagt, oben Alkoven, der ist sehr, sehr großzügig, ne? Auch mit Fenster an der Seite. Da kann man locker schlafen, also auch die Erwachsenen können dann sehr gut schlafen, von der Höhe her tipptopp. Und vom Lattenrost, was haben wir da für einen Lattenrost? Ah, den kann man sogar hochklappen. Das ist ein Lattenrost einmal drunter, ja. Sodass okay. Man bequem schläft. Und ganz wichtig ist, in dem Moment, wo ich fahren möchte, man möchte mehr Kopffreiheit, klappe ich das hoch und das kann in dieser Position halten. Mit Gasdruckfedern, genau. Prima, prima, dann hat man da hier eine Kopffreiheit und kann hier locker aussteigen, genau, einsteigen. Genau. Schön, Gregor, vielen Dank. Mal wieder ein Highlight. Sieben Personen. Schaut es euch an der CMT-Seite auch. Sehen wir auch da, natürlich. Oder fahrt vorbei in Gengenbach. Gengenbach, im schönen Schwarzwald. Macht mal eine schöne Schwarzwald-Tour. Oder wenn ihr in der Nähe seid, hier Gengenbach, Schwarzwald. Gregor, vielen Dank und viel Erfolg noch. Dankeschön. So, liebe Campingfreunde, ein Kaffee muss auch sein. Ne? Den ganzen Messestress hier mal ein bisschen Revue passieren lassen. Ihr habt ja einiges schon gesehen. Ein paar Neuheiten, ein paar Weltneuheiten sogar. Also hat richtig Spaß gemacht. Und das ist ja das Schöne hier in Freiburg. Hier ist alles kompakt, familiär und ich muss sagen, es macht echt jedes Mal Spaß. So, wir haben hier den David und den Stefan hier, beide von der Messe hier. Die zwei fragen wir jetzt mal, was ist so, ob es ein Erfolg war hier mit dem Hygienekonzept, ob das alles eingehalten wurde, was für die Zukunft geplant ist, etc. etc. Schauen wir mal, was die zwei so zu berichten haben. Also, David und Stefan, erzählt mal, was für Probleme gab es, das Ganze umzusetzen jetzt mit Corona etc. etc.? Es war bestimmt viel mehr Arbeit wie in den letzten Jahren, oder? Das war's, ja. Servus, Aki, erstmal. Schön, dass du da bist wieder. Hi. Hier auf der Caravan Live. Die letzten 7-8 Monate waren auf jeden Fall heftig für die ganze Branche, für uns persönlich. Viel Unsicherheiten gewesen und. Ja, die größte Herausforderung war eigentlich, dass lange, lange von der Politik gar keine klare Meldung war. Wie können Messen vielleicht wieder stattfinden? Und dann kam irgendwann das Großveranstaltungsverbot ja relativ schnell. Dann wurde irgendwann aber klar, dass Messen dort ausgenommen werden. Aber es war einfach ganz lange eine Unsicherheit. In Baden-Württemberg war, glaube ich, sogar ist das letzte Bundesland, was dann irgendwann eine Corona-Verordnung für Messen rausgebracht hat. Insofern saßen wir lange ein bisschen so zwischen den Stühlen, haben mit den Ausstellern viel geredet. Wie es aussieht, unter welchen Bedingungen wir denn überhaupt die Messe durchführen können sollen. Und der Knoten ist dann eigentlich geplatzt, als die Verordnung da war, als klar war, dass wir grundsätzlich durchführen können. Wir haben dann ein Hygienekonzept geschrieben, haben das abgestimmt hier mit dem Amt für öffentliche Ordnung, mit den Gesundheitsämtern. Und ja, die Bedingungen sind wie momentan überall. Wir haben eine Beschränkung der Besucher. Wir dürfen nur 3.700 am Tag reinlassen. Wir haben natürlich vor Ort ganz viele Maßnahmen ergriffen, die Gänge sind breiter, es ist alles ein bisschen ausgedünnt, dass die Leute sich nicht verengen kommen hier. Mund-Nasen-Schutz natürlich, komplette Pflicht im Gebäude. Aber, und das muss man echt sagen, es macht Spaß zu sehen, dass es funktioniert, dass Messen wieder funktionieren. Die Besucher sind gekommen, wir waren jetzt heute und gestern komplett ausverkauft und natürlich sind es weniger Besucher, als wir normalerweise hätten, aber ich denke, unter den momentanen Bedingungen können wir total happy sein. Ja, ich würde sagen, stellt euch erstmal vor, was ihr so macht. Ne? Ihr habt ja schon gesehen, der David und der Stefan. Stefan, vielleicht erzählst du mal kurz. Genau, also ich bin vorrangig für die
Aussteller zuständig. Ich bin Projektassistent. David, wie gesagt, der Projektleiter. Ich kümmere mich hauptsächlich um die Aussteller, mache die Kundenbetreuung. Wie der David eben schon sagte, ist es am Anfang dieses Projekts schwer gewesen, die Aussteller dann auch doch zu überzeugen, weil doch die Unsicherheit da war. Kann man überhaupt Messen machen, insbesondere im Lockdown? Aber wir sind da irgendwie durchgekommen und nachdem es der Branche ja dann auch wieder besser ging, der Boom auch im Lockdown angestiegen ist, waren sie dann auch positiv. Und wie der David eben sagte, also man muss sagen, wir haben zwar ein bisschen weniger Besucher in diesem Jahr, aber die Qualität der Besucher ist sehr gut in diesem Jahr. Das sagen mir die Aussteller alle. Die haben teilweise 80% der Umsätze, die sie letztes Jahr gemacht hatten, einfach weil die Leute gezielt dieses Jahr kommen und gezielt die Fahrzeuge kaufen wollen. Deswegen sind wir auf jeden Fall zufrieden. Kann ich nur bestätigen. Ich habe ja einige von euch getroffen, ne? Und es kommen jetzt natürlich vermehrt diejenigen, die wirklich ein Fahrzeug kaufen möchten. Ne? Also wirklich die Kundschaft, die jetzt nicht nur einfach nur stöbern möchte, sondern wirklich hier auch Geld liegen lassen. Und ihr habt ja gesehen, einige Schnäppchen oder einige Angebote sind hier wirklich zu haben an so einer Messe. Richtig, richtig cool. Ja, und ihr habt schon angesprochen, ne? Ihr habt auch natürlich mit Sicherheit ein Plan für nächstes Jahr schon oder für die nächsten Jahre. Man weiß ja nicht, wo sich das hin entwickelt, aber ein paar Ideen sind trotzdem schon da, ne? Grundsätzlich auf jeden Fall. Im Moment ist natürlich auch da trotzdem noch eine extreme Planungsunsicherheit. Ich sage mal, vieles, was wir für dieses Jahr eigentlich schon mal angedacht hatten, konnten wir jetzt dieses Jahr nicht durchführen. Aber es ist auf jeden Fall angedacht, dass wir ziemlich sicher nächstes Jahr dann wirklich komplett volle Hütte haben, dass wir auch dann von Markenvielfalt noch breiter aufgestellt sind. Wir haben immer wieder mal die Kritik hier vor Ort, wie es, glaube ich, auch bei vielen anderen Messen ist, dass wir zu wenig Wohnwägen haben. Da wollen wir auf jeden Fall nachbessern. Klar, weil du, dein Publikum und du, ihr seid eh, sag ich mal, auf der Van-Schiene, aber es gibt doch immer noch sehr viele, die auch den Wohnwagen gern wollen. Das heißt, in diesen Bereichen wollen wir einfach nachbessern. Zubehör ist immer so eine Sache. Riesenthema, wird immer mehr nachgefragt. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen Gas geben. Zubehör ist ein bisschen dünn besiedelt dieses Jahr, logischerweise. Aber ihr habt Platz genug, also da wär schon was machbar. Genau. Ist natürlich auch der Situation geschuldet. Ne? Unter normalen Bedingungen wäre das auch tatsächlich kein Problem gewesen. Also wir haben natürlich auch ein paar Absagen kassiert, das ist ganz klar in den jetzigen Bedingungen. Und dann ist eigentlich unser großes Ziel, dass wir, sage ich mal, noch so ein bisschen Leben einfach in die Veranstaltung bringen. Es ist im Moment eine relativ, ich will jetzt nicht sagen nüchtern, weil das so ein bisschen negativ behaftet ist, aber es ist sehr clean auf Fahrzeuge, auf Verkauf ausgerichtet. Ist insofern auch gar nicht so schlecht jetzt gerade unter diesen Bedingungen gewesen, weil jetzt wirklich das gezielte Publikum einfach hergekommen ist, um die Fahrzeuge zu kaufen. Ist ja im Moment schwierig, überhaupt noch was zu bekommen. Ne? Und, aber das ist unser großes Ziel, dass wir da jetzt so ein bisschen auch das Familiäre mit reinbringen, dass wir auch, sag ich mal, mehr, es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, hier auch zu übernachten vor Ort auf dem Parkplatz, aber dass wir da einfach ein bisschen schönere Infrastruktur schaffen, dass es einfach auch nett ist, mal ein, zwei Tage hier zu sein. Wir sind ja immer an dem Wochenende, Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, das heißt, das wird auch irgendwann dann Brückenwochenende sein und dass die Leute wirklich Lust haben, hier nach Freiburg zu kommen. Also Freiburg ist eine wunderschöne Stadt, mitten im Schwarzwald gelegen. Hier kann man auch gerne einfach mal Urlaub machen. Die Caravan Life ist nicht so groß, dass man hier unbedingt zwei, drei Tage sein muss, aber Freiburg und die Umgebung haben sehr viel zu bieten. Und da wollen wir die Leute einfach noch mal ein bisschen zu bekommen, dass sie jetzt nicht nur für die Messe, sondern generell einfach auch hierher kommen. Also Infrastruktur ist da, Platz ist ohne Ende. Habt ihr ja gestern gesehen, wir haben es richtig lustig noch gehabt hier auf dem Parkplatz. Klar, ihr habt keine Entsorgungsmöglichkeit etc. etc. Aber für zwei Nächte kann man auch mal so stehen, wenn er alles mitbringt. Ja, ihr habt es angesprochen. Vielleicht ist ja dann mal irgendwann mal so eine kleine Van-Family oder Camping-Family, genau, Area angesagt. Platz habt ihr ja genug. Ne? Das ist so, ja. Und da könnte man zum Beispiel Vorträge halten. Viele von euch fragen mich ja immer, hey Aki, erzähl mal von A bis Z, wie hast du die Auswahlkriterien gelegt? Erzähl mal ein bisschen was über deine Reisen. Und da gibt es ja ganz viele. Der Tino zum Beispiel, habt ihr ja gesehen, ist auch hier. Und sowas könnte ich mir vielleicht vorstellen, wäre hier mit Sicherheit. Genau, das wäre super, auf jeden Fall. Genau, da wollen wir hin, definitiv eben die spannenden Geschichten erzählen, auch einfach, das ist ja eine Community für sich und das ist eins unserer Ziele, die wir uns gesteckt haben und insofern alle vorbeikommen und dann gestalten wir es zusammen, würde ich sagen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so sehen könntet, was ihr gerne mal sehen würdet auf einer Messe. Vielleicht mal so ein alltägliches Leben von einem Camper oder vielleicht auch mal ein paar Reisetipps oder von uns Campern einfach auch mal ein paar Tipps, welches Wohnmobil passt zu euch. Nicht immer nur den starren Verkäufer in Anführungszeichen, sondern einfach auch mal von uns Campern direkt
Und sowas könnte man sich mit Sicherheit mal vorstellen. Seid gespannt. Kommt vorbei nächstes Jahr im Oktober. Okay, ja genau, wir fangen jetzt 30. September nächstes Jahr an und dann bis zum 3. Oktober. Wie gesagt, sind immer um das Wochenende dann rum, 3. Oktober. Und ja, kommt sowieso vorbei und gebt uns, challenged uns. Sagt uns, was ihr hier sehen wollt und wir geben uns Mühe, das zu erreichen. Also schön in die Kommentare schreiben, uns direkt anschreiben, Aki anschreiben. Nervt uns, wir versuchen es umzusetzen. Und wir freuen uns auf euch. Instagram, Facebook, egal welches Medium, ihr seid überall vertreten. Dabei, genau. Und die antworten richtig schnell, also kann ich euch sagen. Und die Andrea fühlt sich auch noch wohl, gell? Die wollte ich nämlich hier in der Heimat. Heimatstadt. Oder Heimatort, Umgebung. Ja, von dem her passt es. Also, wir sehen uns nächstes Jahr, spätestens auf der nächsten Caravan Live hier in Freiburg. Würde mich freuen. Und schreibt mir mal ein paar Kommentare über eure Ideen. Und ich lasse dann euch zukommen. Ne? Super, super. Vielen Dank, ihr zwei, und noch einen schönen letzten Tag hier. Gell? Danke. Euch auch.